Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil der Perun Santis Lesung, Verse 17 bis 32. Wir erinnern uns, die letzte Frage war, warum die Weisen sagen, dass man durch blutloses Opfern die gesegnete Welt Pravi erreichen kann und wie der damit umgehen soll, der die Veden kennt. Schauen wir uns an, was denn Perun, der ewig schöne Odin, antwortet. Aber erst einmal erheben wir natürlich unseren Becher auf den großen, starken, mächtigen Gott Perun Donnerer. Möge er seine Gebote verkünden. Prost! Okay, Vers 17. Perun, der ewig Schöne, antwortete Odin: Nur diejenigen, die das große Wissen der Ahnen nicht gelernt haben, streben danach und was in den geheimen Veden gesagt wird. Derjenige, der frei ist von bösem Verlangen, strebt höher. Im Sinne von höchster spiritueller Entwicklung, in Ablehnung niederträchtiger Abwege. Wer es nicht gelernt hat, strebt danach. Das heißt, wer danach strebt, wird es nicht lernen. Und man strebt nach spiritueller Erhöhung, indem man das Böse ablehnt. Das heißt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Da hinten sitzt er ganz lässig auf einer seiner ausschweifenden Italienreisen, der gute Goethe. Und der wird auch das letzte Wort dieses Videos haben. Das heißt, wir werden am Ende nochmal hier zum Anfang zurückkehren. Und Goethe wird uns dann nochmal anhand eines Beispiels erklären, was das denn genau bedeutet, dass man durch Streben die göttliche Welt nicht erreichen kann, sondern indem man das Böse ablehnt. So, jetzt geht's aber erstmal weiter, Vers 18. Perun spricht immer noch. Du lebst nach den Gesetzen von Rita. Rita ist ein Teil des Gesetzes und Rita sind die himmlischen Gesetze über Reinheit, Rasse und Blut. Du lebst nach den Gesetzen von Rita und nach den Gesetzen des einen Gottes, Schöpfer der Geschlechter. Denn nach diesen Gesetzen leben alle Welten und Erden in allen Universen, die vom großen Ra-Em-Ha erschaffen wurden. Und sie kennen den Tod nicht, denn Tod und Dunkelheit haben diese Welten verlassen und die Schönheit von Licht und Unsterblichkeit hat ihr Leben erfüllt. Und es sagte Harius, der weise Zauberer: Unser Lichtpatron, gib den Menschengeschlechtern deine weisen Gebote, den Nachfahren der himmlischen Familie und des herrlichen Volkes, damit das wahre Gesetz auf Midgard-Erde triumphiert und das falsche Gesetz der Dunkelheit für immer aus unserer Welt verschwindet und keine einzige Erinnerung daran zurückbleibt. Ja, das hat ja schon die Voluspa in der Edda vorhergesagt, dass der Mächtige, der Starke herabsteigt und seine ewigen Satzungen verkünden wird. Ja, und genau das passiert ja jetzt. Perun Donnerer antwortete dem weisen Zauberer und allen, die ihn hören wollten: Erkennt meine Gebote, Leute. Versteht die Mahnung in meinen Worten. Ehre deine Eltern und unterstütze sie im Alter. So wie du sie unterstützt, so werden deine Kinder dich unterstützen.
Hier fällt mir der Ernst Jünger wieder ein, der gesagt hat, die Ersten, die zum Arzt gehen, sind diejenigen, die ihren Vater erschlagen wollen. Ja. Bewahre die Erinnerung an alle Ahnen deines Geschlechts und deine Nachfahren werden sich an dich erinnern. Beschütze die Alten und die Kleinen, Väter und Mütter, Söhne und Töchter, denn sie sind deine Verwandten. Weisheit und Farbe deiner Völker. In euren Kindern fördert die Liebe zum heiligen Land und der eigenen Rasse, damit sie sich nicht von fremden Wundern täuschen lassen, sondern selbst Wunder erschaffen, wunderbarer und schöner zum Ruhm eures heiligen Landes. Aber schaffe keine Wunder zu deinen eigenen Gunsten, sondern schaffe Wunder zum Wohl deines Geschlechts und des himmlischen Geschlechts. Hilf deinem Nächsten in seiner Not, denn wenn du in Not gerätst, wird dein Nächster dir helfen. Tue gute Taten zum Ruhm deines Geschlechts und deiner Ahnen, und deine Lichtgötter werden dich beschützen. Hilf mit all deiner Kraft, Tempel und Heiligstätten zu bauen. Hüte die Weisheit Gottes, die Weisheit der Ahnen. Wasch deine Hände nach deinen Tätigkeiten, denn wer seine Hände nicht wäscht, verliert die Kraft Gottes. Reinige dich in den Wassern der Iria, dem Fluss, der im heiligen Land fließt, um deinen weißen Körper zu waschen und ihn mit Gottes Kraft zu weihen. Die Iria, die heißt ja heute Irtisch. Und der Irtisch ist der längste Nebenfluss der Erde. Der fließt durch Russland, China und Kasachstan. Und im Russischen heißt weißes Wasser Belovode. Belovode oder Belovodje. Da bin ich mir jetzt in der Aussprache nicht so sicher. Ich sage einfach mal Belovodje, hört sich irgendwie schöner an. Belovodje, wie gesagt, heißt weißes Wasser. Und Belovodje ist auch der Name des Königreich von Opona in der russischen Folklore. Und das Königreich Opona entspricht dem griechischen Hyperborea oder, wie wir es kennen, dem Paradies. Ja, also das Paradies, das heilige Land in der russischen Folklore ist Belovodje. Und das heißt weißes Wasser. Ja, kleine Anmerkung. So, wo waren wir? Okay, genau. Vers 24. Wende auf Erden die himmlischen Gesetze an, welche die Lichtgötter dir gaben. Ehre die Tage des Russal, halte Gottes Feste ab. Vergiss deine Götter nicht, zum Ruhm der Götter zünde Weihrauch an und du wirst Wohlwollen und Gunst deiner Götter erfahren. So, ehre die Tage des Russal. Also dieses Wort habe ich jetzt einfach so übernommen und ja, die Buchstaben so übersetzt, wie es war. Aber ich weiß jetzt nicht genau, worauf sich Russal bezieht, ob das jetzt irgendwelche bestimmten Tage im Jahr sind oder ob das jetzt irgendein Gott ist. Also ja, vielleicht ist ja irgendjemand da schlauer als ich, der kann das dann gerne im Kommentar hinterlassen, wenn da jemand mehr weiß, was die Tage des Russal sind. So, Vers 25. Beleidige nicht deine Nachbarn, lebe in Frieden und Harmonie mit ihnen. Erniedrige nicht die Würde anderer, und du wirst nicht gedemütigt werden. Missachte nicht Leute anderer Glauben, denn der eine Schöpfer ist die Gotteinheit über allen Erdreichen und über allen Welten.
Ne, wir kennen ja den Spruch, wie du mir, so ich dir, aber es ist auch genau umgekehrt, genauso wahr, wie ich dir, so du mir, ja, wie ich in den Wald hineinrufe, so schallt es auch zurück. So, ich habe irgendwie Kratzen im Hals, muss ich doch noch. Heute trinken wir natürlich, was heißt natürlich, gar nicht natürlich, aber wir trinken wieder einen wunderbaren Gin Tonic. Also nochmal auf Perun und seine ewigen Gebote und auf das wahre Gesetz. Auf das es das falsche Gesetz bald ablösen möge. So, Vers 26. Verkaufe nicht dein Land für Gold und Silber. Oder du beschwörst selber dir Flüche herauf und für alle Tage wird es keine Vergebung für dich geben. Beschütze dein Land und besiege alle Feinde der Rasse mit der rechten Waffe. Verteidige die Geschlechter der Russen und Svitarusa. Das ist jetzt eine Aufforderung gerichtet an die Harier und Darier. Vor den fremden Feinden, die mit bösen Absichten und Waffen in dein Land kommen. Prahle nicht mit deiner Kraft vor dem Kampf, sondern prahle damit nach dem Kampf. Halte die Weisheit der Götter geheim, gib geheimes Wissen nicht an Heiden weiter. Da gibt es auch einen wunderschönen kleinen Satz in Matthäus 10,53, der lautet, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und in der englischen Übersetzung, finde ich ganz interessant, in der englischen Übersetzung heißt es, I come not to bring peace, but the sword of judgment. Ja, und im Deutschen heißt es nur das Schwert. Und da heißt es das Schwert des Urteils. So, das finde ich ja ein bisschen merkwürdig. Entweder wurde da was dazu gedichtet oder hier wurde was weggenommen. Jedenfalls, ja, aber das Schwert des Urteils, das finde ich eigentlich ganz gut. So, Vers 28. Überzeuge nicht die Leute, die dich nicht hören wollen und deinen Worten keine Beachtung schenken. Ja, vergebliche Liebesmüh, ne? Braucht man sich nicht mit rumschlagen. Beschütze deine Tempel und Heiligtümer vor Schändung durch Heiden. Wenn du die Andenken des heiligen Volkes nicht verteidigst und den Glauben deiner Ahnen, werden Jahre des Leids und der Not dich heimsuchen. Hier will ich nochmal anmerken, ne? Beschütze deine Tempel und Heiligtümer vor Schändung durch Heiden. Ihr kennt ja sicherlich den Ausdruck, mein Körper ist mein Tempel. Ja, und so kann man das, wie ich glaube ich schon mal erwähnt habe, immer auf verschiedenen Ebenen das verstehen. Ne? Also ein Tempel kann ein Haus aus Stein oder Holz sein, in den ich nicht hineingehe und an meine Götter denke. Ne? Aber unser Körper ist ja auch das Haus unserer Seele und ist also auch ein Tempel und den müssen wir also auch vor Schändung beschützen. So, Vers 29. Sehr aktuell. Wer aus der Heimat in die Fremde flieht, auf der Suche nach dem leichten Leben, ist Abtrünniger seines Geschlechts und es gibt keine Vergebung für ihn, weil die Götter sich von ihm abwenden. Ja, also diese Menschen sind also von allen guten Geistern verlassen. Erfreue dich nicht am Leid des anderen, denn wer sich am Leid anderer erfreut, fordert sein eigenes heraus. Sage keine bösen Dinge und lache nicht über diejenigen, die dich lieben, sondern beantworte Liebe mit Liebe.
und erwirb den Schutz deiner Götter. Liebe deinen Nächsten, wenn er es wert ist. Ne, diesen kleinen Nebensatz hat uns die Kirche auch unterschlagen. Die Kirche will uns ja erzählen, ne, liebe deinen Nächsten, egal was. Und die will uns ja auch erzählen, dass Leiden gut ist, denn wer leidet, der wird Gott treffen. Ja? Und das ist so typisches Sklavendogma. Ne? Wenn dir jemand Unrecht tut und Schaden antun will, egal, du musst deinen Nächsten trotzdem lieben. Und wenn du leidest, ist es gut, wenn du leidest, denn dann wirst du Gott sehen. Ja. Okay. Okay, so jetzt der nächste Vers, da muss ich jetzt eine kleine Warnung aussprechen an diejenigen, die sich jetzt noch nicht erfolgreich deprogrammiert haben und immer noch unter dem Einfluss der Massenhypnose stehen. Denn diejenigen, die werden jetzt wahrscheinlich emotional bis hysterisch reagieren, ja, wenn die das jetzt hören. Also hinsetzen. Ja? Es sollen nicht heiraten Bruder und Schwester, Sohn und Mutter, denn das verärgert die Götter und verdirbt das Blut. Okay, soweit kann man das ja noch akzeptieren. Ne? So, aber jetzt kommt's. Eheliche keine Schwarzhäutigen, denn du wirst dein Heim entweihen und dein Geschlecht verderben, sondern eheliche Weißhäutige, und du wirst dein Heim verherrlichen und dein Geschlecht wird sich fortsetzen. Bevor ich den nächsten Satz lese, der auch sehr schwierig sein wird, will ich nochmal zurückkommen auf Vers 21, denn in Vers 21 steht: Beschütze Weisheit, im Sinne von Weiß, die Farbe, die Weisheit. Beschütze Weisheit und Farbe deiner Völker. Das bedeutet, wenn ich meine eigene Farbe beschütze, beschütze ich dadurch gleichzeitig, indem ich das tue, auch die Farbe der anderen. Ja? Und wer dieses fundamentale, natürliche Prinzip nicht verstehen kann, dem ist nicht zu helfen. Ja, und der wird dann nochmal wiederkommen müssen und der lernt es dann vielleicht im nächsten Leben, wenn er Glück hat. Ne? Denn wenn ich das nicht tue, wenn ich meine Farbe nicht beschütze und die Farbe der anderen nicht beschütze, ja, und sich alles vermischt, so wie unsere Globalisten das gern hätten, dann habe ich ja am Ende nur noch ein Einheitsgrau. Und dann gibt es ja gar keine Farben mehr. Ja, dann ist alles grau. Dann ist Schluss mit bunt. Ja, okay? Also bunt bleibt bunt, nur wenn weiß weiß bleibt und schwarz schwarz bleibt und braun braun und gelb gelb und rot rot. Okay. So, wir sind noch nicht fertig mit Vers 30. Also Vers 30 ist wirklich ein Hammer, ja. Jetzt kommt noch was. Achtung! Es sollen Frauen nicht die Kleidung der Männer tragen, denn sie werden ihre Weiblichkeit verlieren. Trage das, was dir bestimmt ist. Ne, und das kann man ja auch wieder in einem größeren Kontext sehen. Ne? Trage das, was dir bestimmt ist. Das ist ja nicht nur, es trifft ja nicht nur auf die Kleidung zu, sondern auf seine Aufgabe. Ne? Wir sind ja alle hierher gekommen mit einer Aufgabe, mit einer Mission. Und diese müssen wir erfüllen. Ja? Und da müssen wir unser Kreuz tragen, um unsere Aufgabe erfüllen zu können. Ja, da können wir nicht sagen, ach, ich habe keine Lust, ich will jetzt jemand anders sein oder irgendwas anderes. Nee, das geht nicht. Okay? Wir haben ja gerade diesen, wie heißt das? Gibt es überhaupt ein deutsches Wort für? Transgender?
diesen Transgender-Wahn, ja, wo Männlein und Weiblein gar nicht mehr wissen, was sie sind und was anderes sein wollen. Und also es ist ja alles ist ja völliger Wahnsinn, ja. Völliger Wahnsinn. Trage das, was dir bestimmt ist. Trage deine Rolle. Erfülle deine Aufgabe. So, so einfach ist das. Natürlich nicht einfach. So, Vers 31. Löse nicht die Bande der Ehe auf, geheiligt von den Göttern, denn du wirst gegen das Gesetz des einen Schöpfer Gottes gehen und dein Glück verlieren. Ein Kind soll nicht im Leib der Mutter getötet werden, denn wer ein Kind im Leib der Mutter tötet, wird den Zorn des einen Schöpfer Gottes auf sich ziehen. Da fällt mir ein, Chelsea Clinton hat kürzlich gesagt, es sei unchristlich, den Frauen die Abtreibung zu verbieten. Ja, wollte ich nur mal so einwerfen. So, Vers 32. Frauen, liebt eure Ehemänner. Denn sie sind euer Schutz und Stütze und eures ganzen Geschlechts. Das ist nun mal das starke Geschlecht. Ja? Trinke nicht viele berauschende Getränke. Kenne das Maß beim Trinken, denn wer zu viel trinkt, verliert seine Menschlichkeit. So, was ist das jetzt mit dem Maß des Trinkens auf sich hat, da müssen wir gleich mal drauf anstoßen, auf das Maß des Trinkens. Das werden wir uns im nächsten Video anschauen. So, jetzt will ich erst noch mal kurz anmerken. So, wir haben ja jetzt die himmlischen Gesetze bekommen. Und es ist noch nicht alles, also es kommt noch mehr, ja. Also, das war es noch nicht, das ist der Anfang. Das war ja nur Rita, ja, das waren ja nur die himmlischen Gesetze über Reinheit, Blut und Rasse. Ne? Also es geht, wird aber noch weitergehen. So, und hier haben wir aber schon mal festgestellt, dass diese himmlischen Gesetze sind ja doch sehr irdisch, ja, und sehr bodenständig. Und sehr weltlich, ja. Also der Weg zu Pravi ist ja das Gesetz, ne? Und die Welt der Götter ist Pravi. Und ich wurde darauf aufmerksam gemacht, vielen Dank dafür, dass das russische Wort Pravda, ich kann das eher schlecht rollen, manchmal klappt es, jetzt geht's nicht, ich habe irgendwas. Also, rollen das eher vorstellen, Pravda, das russische Wort Pravda, heißt auch Wahrheit. Ja, Pravi, Pravda, Gesetz, Wahrheit. Ne? Die Wahrheit ist das Gesetz ist die Wahrheit. So, das ist die Welt der Götter. Die Welt der Götter ist nur, also die spirituellen Höhen sind nur zu erreichen, oder besser ausgedrückt, der Weg in die göttliche Welt führt durch die materielle Welt. Yahweh. So. Also, um Pravi zu erreichen, müssen wir erstmal Yahweh durchlaufen. Und ganz wichtig ist dabei, wir können die göttliche Welt nicht erreichen, indem wir der materiellen Welt den Rücken zukehren. Ja, wir können die göttliche Welt nur erreichen, wir können die materielle Welt, Yahweh, nur überwinden, indem wir uns mit ihr auseinandersetzen und mit ihr eins werden. Und wir müssen unserer Mutter Erde, ja, das ist ja
Mutter Erde, so heißt sie ja auch. Ja, das ist die materielle Welt, Mater, Mutter, Mutter Erde, müssen wir mit Respekt, Achtsamkeit und Dankbarkeit begegnen. Ja, das ist, wir müssen sie behandeln wie unsere Mutter und gleichzeitig wie unser neugeborenes Kind. Dankbarkeit, das haben wir ja schon mal besprochen, ne? Baldas Tod der Untergang der Götter, das war ja die fehlende Dankbarkeit unter anderem, die dazu geführt hat. Das heißt, wenn du eine schöne Blume siehst, bedanke dich für ihren Duft, bedanke dich beim Baum, ja, dass er dir Sauerstoff und Schatten spendet. Wenn du den Mond ansiehst, sag ihm, wie schön er ist. Wenn du über eine Brücke gehst, bedanke dich bei der Brücke dafür, dass sie da ist und dass sie dich übers Wasser trägt. Ja, und das meine ich ganz ernst. Ja, und wenn man das übt und wenn man das aus dem Herzen heraus wirklich praktiziert, diese Dankbarkeit für das, was Mutter Erde uns gibt, das, ja, das sind alles Geschenke, die sind nur für uns da. Ja? Und wenn man diese Dankbarkeit praktiziert, dann passieren ganz tolle Dinge und dann kriegt man auch ganz viel wieder zurück. Und ja, wer das jetzt lächerlich findet, wenn ich sage, ne, bedank dich bei der Blume für ihren Duft oder bedank dich bei den Vögeln für ihre Lieder, wer das jetzt lächerlich findet, der hat das Prinzip einfach nicht verstanden. Und es ist okay, ja, wie gesagt, der kommt dann eben nochmal wieder und versucht es dann zu verstehen. Und wenn man nicht versteht, dann kommt er eben nochmal wieder und so weiter, bis er es verstanden hat. Weil das ist essentiell, ja, also darauf kommt es an. Dass wir eins mit der materiellen Welt, mit unserer Mutter, mit der Erde werden. Und nicht nur das, Respekt und Achtsamkeit. Und dass wir darüber hinaus uns bemühen, diese Welt, in der wir leben, zu veredeln, zu verbessern und zu erhöhen. Ja, das ist das, was wir geben. Es ist ein Geben und Nehmen. Ja, Mutter Erde gibt, wir nehmen und wir müssen aber auch was zurückgeben. Ja, es ist ja dieser Kreislauf, diese Wechselwirkung. Und da haben wir auch wieder diese Wechselwirkung. Materie, Geist, Materie. Ich habe es ja schon mal am Beispiel des Malers und des Bildes versucht zu veranschaulichen. Man kann aber auch zum Beispiel hier dieses Video als Beispiel nehmen. Ne? Also um diese Videos zu machen, muss ich ja erstmal, also es fängt ja damit an, dass ich diese Texte finde und dass ich sie lese. So, das heißt, ich lese Buchstaben aus Büchern, ne, und Buchstaben und Bücher, das kann man sehen, das kann man anfassen, das ist ja Materie. Ja, also ich bediene mich der Materie, ich lese, ich lerne, ich denke, ich produziere, ja, meine Videos im Kopf. Ne, das ist dann die Welt in meinem Kopf. Die Produktion findet im Kopf statt, das ist also das Geistige, das ist, ich gehe also quasi schwanger, ja, das ist die geistige Schwangerschaft. So, und dann, wenn ich dann hier vor meiner Webcam sitze und dieses Video aufnehme, das ist dann die Einleitung der Geburt. Ja? Das, was ich also im Geiste produziert habe, das bringe ich auf die Welt, indem ich jetzt hier sitze und das aufnehme. Und der Geburtsprozess ist dann abgeschlossen, wenn ich es veröffentliche auf YouTube. Das heißt, das Kind ist dann auf der Welt. Und wenn du jetzt dir dieses Video anschaust, dann kann dieses Kind wirken. Ja? Es wirkt dann also auf dich ein. Und gibt es ein ganz tolles Wort, was das auch nochmal veranschaulicht, dieses Geist, Materie, Geist.
Da haben wir das Wort Imagination. Und wie der Name schon sagt, also es steckt ja alles da drin. Ich, Magie, Nation. Ja. Und da gibt es natürlich auch eine entsprechende Rune. Wie kann das anders sein? Das ist die I-Rune oder Is. Ja, also das alte isländische Wort Is heißt Eis. Und Odin sagt, ich kann Fluten in Eis verwandeln. Und diese I-Rune, die repräsentiert Magie und Selbstbeherrschung. Die Imagination. Das ist unsere wahre Kraft, die wir haben. Ja? Das ist die Magie. Und da gibt es noch ein ganz tolles Wort. Die Vorstellung. Die Vorstellung vereint nämlich alle drei Dinge dieses Schöpferprozesses in diesem einen Wort. Ja? Vorstellung ist Imagination. Das ist die geistige Schwangerschaft. Vorstellung ist Bekanntmachung. Das ist die Geburt. Und Vorstellung ist Aufführung. Ja, das ist dann das Kind, wie es leibt und lebt und wirkt. Ja? Lieben, Leben, Leib ist auch kein Zufall, dass die alle diese Worte die gleichen Buchstaben haben. Aber das nur nebenbei angemerkt. So, apropos Vorstellung. Wir schließen dieses... Wir beenden dieses Video, indem wir zurück zum Anfang gehen und dem lieben Wolfgang, der da hinten im Regal sitzt, das letzte Wort geben. Ja, wir laden den Goethe ein, uns anhand des Fausts die Bedeutung des ersten Verses, mit dem wir begonnen haben, zu veranschaulichen. Und da müssen wir natürlich nochmal anstoßen auf den guten Wolfgang. Und da habe ich natürlich zu diesem Anlass diesen Becher herausgeholt. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Jedenfalls hier sitzen Faust und Mephisto auf einem Weinfass. Und reiten aus der Schenke, nachdem sie da allerlei Schabernack getrieben haben, reiten sie auf ihrem Weinfass. Und hier kann man sehen, Auerbachs Keller, und den gibt es ja wirklich, da hat ja Goethe tatsächlich in seiner Studienzeit gerne mal den einen oder anderen Wein getrunken, und Auerbachs Keller ist in Leipzig, und da habe ich diesen Becher gekauft, und aus diesem Becher trinke ich jetzt auf den lieben Goethe, der, soweit ich denken kann, nicht nur im Bildnis da hinten anwesend ist, sondern ich denke, er wird auch im Geiste hier sein, denn ich glaube, diese Vorstellung wird er nicht verpassen wollen. Also auf dich, Wolfgang. Und wir beginnen. Wir erinnern uns nochmal, worum es jetzt eigentlich geht. Ich lese den ersten Vers nochmal ganz schnell vor. Also, nur wer es nicht gelernt hat, strebt danach. Und derjenige, der frei ist von bösem Verlangen, strebt höher. Okay? So, lieber Faust, du hast das Wort. Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie,
durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor gar, und ziehe schon an die 10 Jahr herauf, herab und quer und krumm meine Schüler an der Nase herum und sehe, dass wir nichts wissen können. Das will mir schier das Herz verbrennen. Zwar bin ich gescheiter als all die Laffen, Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen. Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel, fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel. Dafür ist mir auch alle Freud entrissen. Bilde mir nicht ein, was Rechtes zu wissen. Bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren, die Menschen zu bessern und zu bekehren. Auch habe ich weder Gut noch Geld, noch Ehr und Herrlichkeit der Welt. Es möchte kein Hund so länger leben. So, also, er hat also sein Leben lang gelernt, ja, und nach irdischem, weltlichen Wissen gestrebt, was nicht verkehrt ist, aber er weiß damit nichts anzufangen, ja, also er hat diese innerliche Leere. So, okay. Was ist nun der nächste Schritt? Drum habe ich mich der Magie ergeben, ob mir durch Geisteskraft und Mund nicht manch Geheimnis würde kund. Ja? Auf der Suche danach, was in den geheimen Veden steht. Ja? Er strebt nach dem Wissen und danach, was in den nach dem geheimen Wissen. Und deswegen meint er jetzt, mit Hilfe der Magie könnte er Antworten finden. Dass ich nicht mehr mit saurem Schweiß zu sagen brauche, was ich nicht weiß. Dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Was die Welt im Innersten zusammenhält, könnt ihr mal kurz drüber nachdenken, was das denn ist im Grunde. Schau alle Wirkens Kraft und Samen und tu nicht mehr in Worten kramen. O sähst du voller Mondenschein zum letzten Mal auf meine Pein, den ich so manche Mitternacht an diesem Pult herangewacht. Dann über Büchern und Papier, trübselger Freund, erschienst du mir. Ach, könnt ich doch auf Bergeshöhen in deinem lieben Lichte gehen, um Bergeshöhle mit Geistern schweben, auf Wiesen in deinem Dämmer weben, von allem Wissensqualm entladen, in deinem Tau gesund mich baden. Ja, hätte er das mal gemacht, ne? Dann wäre es vielleicht dann nicht so weit gekommen, wie es dann gekommen ist. Weh, steck ich in dem Kerker noch? Verfluchtes, dumpfes Mauerloch. So, ne, also, anstatt sich bei seinem Mauerloch zu bedanken, dass er etwas hat, wo er sein kann, verflucht er es. Ja. Wo selbst das liebe Himmelslicht trüb durch gemalte Scheiben bricht, beschränkt mit diesem Bücherhauf, den Würmer nagen, Staub bedeckt, den bis ans hohe Gewölb hinauf ein angeraucht Papier umsteckt, mit Gläsern, Büchsen rings umstellt, mit Instrumenten voll gepfropft, Urväter, Hausrat drein gestopft, das ist deine Welt. Das heißt eine Welt. Ne, also er bemitleidet sich selbst. Und du fragst noch, warum dein Herz sich bang in deinem Busen klemmt? Warum ein unerklärter Schmerz dir alle Lebensregung hemmt? Statt der lebendigen Natur, da Gott die Menschen schuf hinein,
umgibt in Rauch und Moder nur dich Tiergerib und Totenbein. Flieh auf, hinaus ins weite Land! Und dies geheimnisvolle Buch von Nostradamus eigener Hand, ist dir es nicht geleit genug? Ne? Also er ist wieder bei den Büchern angekommen. Ja? Erkenne es dann der Sterne Lauf, und wenn Natur dich unterweist, dann geht die Seelenkraft dir auf. Ne? Also in Theorie weiß er das alles. Wie spricht ein Geist zum anderen Geist? Umsonst, das trocknes Sinnen hier die heil'gen Zeichen dir erklärt. Ihr schwebt, ihr Geister, neben mir, antwortet mir, wenn ihr mich hört. So, ne, jetzt beschwört er also die höheren Geister herauf, damit sie ihm die Geheimnisse verraten. Ha, welche Wonne fließt in diesem Blick auf einmal mir durch alle meine Sinnen? Ich fühle junges, heil'ges Lebensglück. Neu glühend mir durch Nerv und Adern rinnen. War es ein Gott, der diese Zeichen schrieb, die mir das innere Toben stillen, das arme Herz mit Freude füllen und mit geheimnisvollem Trieb die Kräfte der Natur rings um mich her enthüllen? Bin ich ein Gott? Mir ward so Licht. Faust hebt ab. Wie anders wirkt dies Zeichen auf mich ein? Du, Geist der Erde, bist mir näher. Schon fühle ich meine Kräfte höher. Schon glühe ich wie von neuem Wein. Ich fühle Mut, mich in die Welt zu wagen, der Erde Weh, der Erde Glück zu tragen. Mit Stürmen mich herumzuschlagen und in des Schiffbruchs Knirschen nicht zu zagen. Es wölkt sich über mir, der Mond verbirgt sein Licht, die Lampe schwindet. Es dampft, es zucken rote Strahlen mir um das Haupt, es weht ein Schauer vom Gewölb herab und fasst mich an. Ich fühl's. Du schwebst um mich, erflehter Geist. Enthülle dich! Ha, wie's in meinem Herzen reißt, zu neuen Gefühlen all meine Sinne sich erwühlen. Ich fühle ganz mein Herz dir hingegeben. Du musst und kostet es mein Leben. So. Der Geist ist erschienen. Der Geist fragt, wer ruft mir? Und Faust wendet sich ab und sagt, oh, schreckliches Gesicht. Da sagt der Geist, du hast mich mächtig angezogen, an meiner Sphäre lang gesogen und nun? Faust sagt, weh! Ich ertrag dich nicht. Er war also anscheinend doch noch nicht bereit. Da sagt der Geist, du flehst eratmend, mich zu schauen, meine Stimme zu hören, mein Antlitz zu sehen, mich neigt dein mächtig Seelenflehen, da bin ich. Welch erbärmlich Grauen fasst über Menschen dich? Wo ist der Seele Ruf? Wo ist die Brust, die eine Welt in sich erschuf und trug und hegte, die mit Freudebeben erschwoll, sich uns den Geistern gleich zu heben? Wo bist du, Faust, des Stimme mir erklang, der sich an mich mit allen Kräften drang? Bist du es, der von meinem Hauch umwittert, in allen Lebenstiefen zittert, ein furchtsam weggekrümmter Wurm? Da sagt, also den Geistern kann man nichts voll machen. Da sagt der Faust, soll ich dir Flammenbildung weichen?
Ich bin's. Bin Faust. Bin deinesgleichen. Da sagt der Geist: In Lebensfluten, im Tatensturm, wall ich auf und ab, webe hin und her, Geburt und Grab, ein ewiges Meer, ein wechselndes Weben, ein glühend Leben. So schaff ich am sausenden Webstuhl der Zeit und wirke der Gottheit lebendiges Kleid. Da sagt Faust: Der du die weite Welt umschweifst, geschäftiger Geist, wie nah fühle ich mich dir? Also Faust hat es irgendwie immer noch nicht verstanden. So, aber der Geist sagt: Du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir. So, ja? Also, Nach Wissen streben, nach geheimen Wissen streben, indem man jetzt in irgendwelchen Büchern danach sucht, das wird nichts. Ja? Man muss das Leben leben. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und ja, wir wissen ja, wie es weitergeht mit dem Faust. Ne? Nicht nur, dass er durch Streben die höheren Sphären nicht erreichen kann, nicht erreicht hat, sondern anschließend lehnt er ja das Böse auch nicht ab, er lädt das Böse ja zu sich ein. Ja? Also der Faust macht alles ganz verkehrt. Wir wissen ja, wie es endet. So, was ist es nun, dass die Welt im Inneren zusammenhält? Das ist die Liebe. Und wenn wir unsere Mutter Erde mit Achtsamkeit, mit Respekt und mit Dankbarkeit begegnen und uns bemühen, unsere Mutter Erde zu verbessern, zu veredeln, zu erhöhen, dann verbessern, veredeln und erhöhen wir uns auch selbst. Und wenn wir das verstanden haben und in dieser Wechselwirkung agieren, ja, als Geist und Materie, dann werden wir erfahren, was Liebe wirklich bedeutet. Und es ist die Liebe, die die Welt im Inneren zusammenhält. Und damit möchte ich dieses Video beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr wieder dabei wart. Wie gesagt, wenn ihr noch irgendwas hinzuzufügen habt, gerne in den Kommentaren reinschreiben, ja, damit wir alle mehr lernen können. Und nochmal auf Perun und auf Wolfgang. Vielen Dank für den Faust. Vielen Dank an euch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.